Und die neugierigen Bürger, die erfahren noch früh genug, was da bei den Verhandlungen von, ich sag mal, erfahrenen Lobbyisten beschlossen wird. Meint jedenfalls der sympathische Vertreter der deutschen Wirtschaft in Washington. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? Ja! Ja, so weiße Zähne kriegt man übrigens nur, wenn man regelmäßig Chlorhühnchen frisst, meine Damen und Herren. Schlägt aber leider aufs Gehirn, wie wir gerade gehört haben. Diese Woche hat die EU gesagt, sie will mal überlegen, wie man für mehr Transparenz bei den Verhandlungen sorgen könnte. Wow, noch mehr Transparenz.